Bei Bärbel wurde bei einer Vorsorgeuntersuchung eine Auffälligkeit in der Gebärmutter festgestellt. Vor anderthalb Wochen habe ich die Diagnose gekriegt, dass das Gewächs rauskommt, bevor es größer wird und sich verschlimmert, so die 62-Jährige. Nach dem Eingriff, glücklicherweise war der Tumor gutartig, meldet sich Bärbel zurück. Mir geht's wieder gut, Operation gelungen, Patient lebt, scherzt die Reinigungsfachkraft, die in Zukunft frühzeitiger und öfter zum Arzt gehen will. Ihr Sohn Mike, 20, dessen Frau Jasmin, 19, im vierten Monat schwanger ist und das zweite gemeinsame Kind erwartet, redet derweil über die Zukunft. Wenn's nach meiner Frau ginge, würde sie am liebsten Sandra, Jasmins Mutter, die 6 Kinder hat, Anmerkung. D. Red, Nummer 2 spielen und 84 Kinder haben und ein Haus am See. Wenn's nach mir geht 3 Kinder, dann ist Feierabend, so der arbeitslose 20-Jährige. Unterdessen lebt Pamela noch immer in einem Hostelzimmer. Ich krieg nirgendwo ne Wohnung, das ist zum Kotzen, so die gebürtige Berlinerin, die oft bei Freundin Regina, 70, zu Besuch ist. Diesmal wollen sie zusammen kochen. Dabei berichtet Pamela auch, dass sie letztens beim Schwarzfahren erwischt wurde und eine Geldstrafe bezahlen muss. Um dem in Zukunft zu entgehen, muss sie das Warnow-Ticket verlängern lassen, um vergünstigt mit den Öffis fahren zu können. Sie wartet aber noch auf einen neuen Bewilligungsbescheid vom Jobcenter. Ist in Bearbeitung, mehr haben sie nicht gesagt, ist die 56-Jährige ernüchtert. Regina hingegen wird deutlicher. Ich sag dazu nichts mehr, ich reg mich nicht mehr auf. Das hat keinen Sinn. Sie ist fast 2 Jahre hier. Es ist immer was mit dem Arbeitsamt, immer. Es kann doch nicht sein, dass es jedes Mal schief läuft. Ich hätte schon längst Theater gemacht, glaub mir das, wettert die Rentnerin.